Herzlich willkommen somit zurück bei Stardew Valley mit Trompetenempfang. So habe ich auch noch kein Video gestartet im letzten. Jetzt geht schon wieder los. In der letzten Folge habt ihr ja gemerkt, dass ich hier draußen irgendwie Trompeter habe und jetzt habe ich gedacht, die spielen immer noch und naja, los geht's. Jedenfalls, wie auch immer, herzlich willkommen zurück jetzt hier bei Stardew Valley. Wir spielen natürlich wieder weiter. Die Trompeter lassen wir einfach im Hintergrund. Also ich drehe mein Mikrofon gerne wieder in Richtung des Fensters. Aber die Trompeter lassen wir natürlich einfach mal im Hintergrund weiterspielen. Ist ja irgendwie ganz lustig. Es lenkt mich nur sehr ab. Das ist so irgendwie. Aber so langsam wird es ein bisschen stimmiger. Ja? Also so richtig langsam fetzt es. Ja? Richtig. Wenn es demnächst noch eine Heavy-Metal-Band vor meinem Fenster spielt, dann bin ich sehr überrascht. So, was lernen wir heute? Living of the Land, let's see, let's read a little program up. Achso, dass es Würmer gibt. Okay. Naja, Problem ist, Autos fahren auch noch draußen rum. Dementsprechend wird es auch laut. Es schneit ja schon wieder. Ist ja interessant. Naja, gut. Also, die Hühner. Oh, ich glaube, den Hühnern geht es mittlerweile richtig gut. Die legen ja nur noch große Eier. Das ist ja super. Brave Hühner. Brave Hühner. Dafür werdet ihr natürlich auch alle mal gestreichelt. Oh ja, die sind jetzt schon. Die mögen uns schon so mit drei Herzen. Das ist doch toll. Ja, und wenn ihr euch wundert, warum ich jetzt hier keine Hintergrundmelodie mehr habe, ich habe es immer noch deaktiviert im letzten Teil wegen den Trompetern. Ich finde das toll. Es ist lustig. Passt überhaupt nicht, aber. Also zum Spiel jetzt, aber. Ist wurscht. So. Einmal die Kühe. Und melken. Melken müssen wir natürlich auch noch. Die Kühe mögen uns noch nicht sonderlich. Das ist toll. Super. Wie auch immer. Gut. Habe ich schon erwähnt, dass das ein bisschen ablenkt. Also hier haben wir immer noch unseren ich hoffe, dass da ein Wein rauskommt. Ich habe keine Ahnung, was rauskommt. Werden wir schon irgendwann sehen. So, Milch können wir schon mal reinpacken zu Käse. Ich verwende aber nicht die großen Kannen, sondern eher die kleinen, die wir noch haben. Die großen hebe ich lieber auf. Und dasselbe auch mit den großen Eiern, weil da verwende ich lieber unsere kleinen Eier für die Mayonnaise. So, dann ist das schon mal ganz gut. Das Hardwood müssen wir immer noch abgeben. Und zwar an, wer war's? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo hier hatten wir einen Quest gehabt. Robin, genau, Robin wollte Hardwood haben. Das bringen wir ihr gleich vorbei. Und jetzt, was ich mal testen will, ist dieses Zoomen. Oh, toll, wir können rauszoomen. Das ist ja lustig. Diese Buttons haben wir beim letzten Mal aktiviert. Also mit anderen Worten, wir können das Interface generell vergrößern, verkleinern. Das ist ja lustig. Da dürft ihr mir jetzt in die Kommentare schreiben, wollt ihr lieber so spielen, so weit rausgezoomt, oder lieber weiterhin so wie bisher? Also ich... Oder irgendwie so mittendrin, sowas. Ich weiß es nicht. Also ich habe mich jetzt an das Große hier gewöhnt. Hab damit jetzt kein Problem. Ich habe damit jetzt kein Problem. Wie viel Heu haben wir denn eigentlich noch? 72 nur noch. Das wird knapper, als ich dachte. 28 Tage. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Das sind 6 Tage. Wir brauchen 8 Heu pro Tag. 8 mal 6 ist... Ja, das reicht. Das reicht, aber sobald wir was anbauen, brauchen wir ein zweites Silo. Definitiv. Aber für den Winter reicht es auf alle Fälle. Und dann hoffen wir, dass wir neu ganz schnell das wieder füllen können. Ansonsten müssen wir es kaufen. Ja, das geht dann auch. Warum ist so eine Zoom-Funktion nicht standardmäßig aktiviert? Das ist doch das Erste, was man eigentlich macht. Also ich kann jetzt mal... Ich spiele jetzt einfach mal so.
Das ist schon. Ja, man sieht mehr, ne? Ist eigentlich nicht schlecht. Ist natürlich die Frage, auf was. Guck mal hier, da sehe ich sofort, da hinten sind Würmer. Ist doch toll. Muss ich sofort hinlaufen. Habe ich was zu tun? Und man sieht vor allem das. Oh Gott, das ist riesig. Also sagt mir mal, wie ihr das findet, ob ich ranzoomen soll oder nicht. Du warst schon Robin, oder? So. Genau. Oh, du hast es gebracht. Ja, sie weiß, dass sie sich immer auf uns verlassen kann. Das Holz ist perfekt. Das ist genau das, was sie braucht. Vielen, vielen Dank. Cool, dann kriegen wir 500 Gold. Ja, why not? Immerhin, ein bisschen was. So. Und nachdem wir jetzt rausgezoomt haben und ich wusste, dass da hinten Würmer sind. Ich glaube, ich zoome jetzt wirklich raus. So, wo waren die Würmer? Da unten sind zum Beispiel Würmer. Waren das die? Waren die nicht höher? Winterroot. Nee, Snow Jam. Okay, aber oben war doch auch was, oder? Genau. Also ganz verkehrt ist es nicht. Na, jetzt sind wir ja schon wieder hier bei der Mine. Dillili. Dillili. Sehr schön. Ach, großartig. Ich weiß immer noch nicht, wie wir das wegkriegen. Das darf mir irgendjemand mal sagen. Wie kriegen wir das weg? Ah, so. gut. Cool. Aha. Ein neuer Händler, würde ich mal sagen. Diese Trompeten sind der Wahnsinn. Cool, okay, da ist ein Händler. Der hat eine Kiste. Wer bist du denn? Ein Zwerg, Dwarf, Dwarf. Elan und auch den verstehen wir auch nicht. Oh. Ja, großartig. Mit anderen Worten, wir brauchen wahrscheinlich die Zwergenrollen, damit wir ihn verstehen können. Und er mag uns nicht. 0 von 10 Herzen. Johannes, Tator, Anton, ich verstehe dich nicht. Okay, wir kommen jetzt hier durch, hat uns aber erstmal nichts gebracht. Großartig. Sag mir doch sowas, dass ich hier durchkomme. Gut. Großartig. Also wir können jetzt hier mit dem Zwerg handeln. Apropos handeln. Ich gehe mal in. Oh, gehen wir mal zum Quarry schnell. Mal gucken, was es hier gibt. Außer Steine. Nichts Besonderes. Und ein bisschen Kupfer. Das ist natürlich schon ein bisschen erbärmlich. Ach, großartig. Und 2 Vögelchen. Ja, also das Zoom ist. Also spielerisch sinnvoll. Weil man halt einfach deutlich mehr sieht. Das ist natürlich dann schon ganz cool. Haben wir Geoden? Ja, genau, wir hatten Geoden. Die können wir dann gleich aufmachen lassen. Ja. Also das Problem, woran ich mich jetzt gewöhnen müsste, bei dem, dass das auch das Interface so klein ist. Relativ klein ist. Ja, ein bisschen Kohle. Was auch immer das ist. Opal, ich glaube, das hatten wir schon mal. Eisen und das hatten wir auch schon mal. Ja. Es ist schwierig. Naja, mal schauen. Ich warte einfach mal auf eure Meinungen ab. Oder ich höre erstmal auf das, was ihr mir schreibt. Wenn ihr die kleinere Auflösung haben wollt, dann kann ich da mich vielleicht anpassen. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Warum haben wir kein Bait mehr? Weil das Bait alles hier drin ist. Okay. So. Ich möchte 20 Baits so haben. Das kommt wieder in die Angel rein. Und dann kann ich. Aber das finde ich schon mal ganz gut, dass die Toolbar jetzt fest ist. Weil das hat mich ja immer so genervt, dass die immer manchmal so springt. Und da bin ich jetzt eigentlich recht froh drum, dass das nicht so ist. Was wir auch mal machen müssen irgendwann, wir müssen unsere Farm schon im Winter irgendwann mal ein bisschen vorbereiten für den Frühling. Denn unser Feld ist mittlerweile so riesig, dass ich nicht weiß, ob wir das überhaupt innerhalb von einem Tages schaffen sollen können. Also das alles anzupflanzen. Wir müssen es ja auch noch kaufen und was wir auch machen müssen, wir müssen es bewässern. Das ist das größte Problem. Das geht natürlich schon, aber ja, es zieht sich halt dann ein bisschen hin und ich weiß nicht, ob wir so schnell sind im Anpflanzen und allem möglichen Zeug.
Deshalb sollten wir vielleicht gucken, ob wir schon ein paar Sachen vorbereiten können. Aber ich wüsste nicht was. Also frühzeitig bewässern bringt ja auch nichts. Mit der Hoe den Boden vorbereiten. Das würde gehen. Aber auch nicht komplett. Ich weiß es nicht. So, wir gehen jetzt nochmal ganz kurz runter in die Kanalisation. Da haben wir hier unseren neuesten Freund kennengelernt. Ich habe mir mittlerweile sagen lassen, auch aus den Kommentaren, dass der immer wieder andere Sachen verkauft. Also das hier hat er immer, diese vier Sachen anscheinend. Also Starshot natürlich nur einmal, wenn ich es gekauft habe. Aber alles, was er sonst dabei hat, was er jetzt in dem Fall überhaupt nichts weiteres ist, das wechselt ab. Das hängt davon ab, was es für ein Tag ist. Ich weiß aber nicht, ob er irgendwas Sinnvolles hat. Dementsprechend sollten wir ab und zu mal vorbeischauen, was er so Schönes hat. Hat der eigentlich, ist der jetzt hier in unserer Liste eigentlich drin? Können wir Freund mit dem werden? Krubus. Tatsächlich. Und der Dwarf ist auch da. Lol. Gut. Also mit anderen Worten, heute am Montag hat er nichts Spannendes, bis auf diese Frucht. Und ja, was ich mir auch gedacht habe, ich bin doch stark dafür, dass wir. Naja, ich horte ja momentan sehr viel Zeug an. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, unsere Kisten sind voll mit Sachen, die wir nicht brauchen. Und ich bin doch dafür, dass wir am Ende des Winters einiges davon verkaufen. Oh, guck mal, wie viele Würmer hier sind. Das ist ja schön. Eine Trommel, die hatten wir schon. Da bin ich mir sehr sicher. Clay. Okay. Das ist interessant. Schotten am Rand. Also ich kann zwar rauszoomen, aber mehr als das sehe ich nicht. Und der Rand wird größer. Das ist natürlich doof. Also das, wenn ich jetzt den kompletten Bildschirm sehen würde. Also ein bisschen oben und unten sieht man mehr, aber am Rand, dieser schwarze Rand, der ist natürlich ein bisschen doof. Also wenn dann könnte ich mich auf das hier einigen, statt dem hier. Ich glaube, das ist eine ganz gute Größe. Da ist auch noch das Interface groß genug. Achso, aber hier habe ich keinen schwarzen Rand. Das ist ja. Hä? Das ist ja komisch. Okay. Wie auch immer. Dann haben wir wohl levelabhängig. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir nichts mehr in unserer Recyclingkiste haben. Dann ist das wohl levelabhängig, wo wir was finden. Nee, also mit anderen Worten, alles, was zum Beispiel in dieser Kiste ist, könnten wir theoretisch verkaufen. Ich denke, da spricht jetzt nicht sonderlich viel dagegen. Weil wir bisher nichts von dem irgendwo mal gebraucht haben. Und ich habe in den Kommentaren auch gehört oder herausgelesen, dass das, was wir hier drin haben, eigentlich nicht so in Anführungszeichen wichtig ist. Es gibt halt Kochrezepte, mit denen man Fische braucht. Aber das ist ja auch nicht irgendwelche Fische, sondern das sind ja ganz gezielt irgend ein paar Fische. Ja, mit anderen Worten, da sollten wir uns dann. Oder sollte ich mir mal ein paar Gedanken machen? Das verkaufen wir sowieso gerade, weil das ist zu schlecht. Das kommt rein, Krokus kommt rein. Okay. So, dann haben wir hier Claysteine, Kohle, Blibla, Blumen, wie auch immer, alles Mögliche. Und in den Kühlschrank packen wir Käse und die Mayonnaise. Ach komm, wir machen noch ein bisschen mehr. Mayonnaise und Käse. Erb, erb, erb. Und das Ding kommt auch noch hier rein. Genau, nee, weil ich habe mittlerweile auch den Eindruck, wir brauchen es nicht so wirklich. Zur Not, wir kommen ja irgendwie ran. Wir finden das Zeug ja immer mal wieder. Und da müssen wir nicht unbedingt alles aufheben. Das gibt jede Menge Geld und dann können wir auf alle Fälle im Winter, im Frühling ein Riesenfeld anbauen, was für uns eigentlich ja nur bedeutet, dass wir dann noch mehr Geld verdienen. Dementsprechend macht das, glaube ich, durchaus Sinn. Das haben mir ja eh schon ein paar Leute geschrieben, dass ich nicht so viel aufheben muss. Ja. So, die zieht's hier rein und diese komische Trommel und das hier verkaufen wir jetzt einfach. So. Genau, also was ich halt gemeint habe mit dem Vorbereiten hier, das muss halt alles erst noch hier mit der Hoe gepflügt werden.
Es muss angepflanzt werden und es muss bewässert werden. Ich weiß nicht, ob wir drei von diesen Feldern schaffen. Da bin ich mir nicht sonderlich sicher. Ist das kein... Ah, das ist ein Holzstamm. Okay. Sah aus wie ein Stein. So, jetzt gucken wir mal unten. Vielleicht ist da ja unser Freund, der... Oh, guck mal, da sind wieder Krokusse. Ja, was wir natürlich auch machen könnten, das muss ich mir jetzt mal glatt überlegen, ob wir jetzt im Winter vielleicht doch noch Trompeten, ob wir im Winter jetzt vielleicht noch tatsächlich, ich finde es traurig, wenn ich da Fischfutter reinpacke und dann angelfische ich nur Papier. Naja, wie auch immer. Was wollte ich sagen? Dass wir jetzt die Winterzeit noch nutzen, um unsere Hühnerställe und so weiter und so fort abzugraden. Dass wir da zum Beispiel auch Enten, also die anderen Sachen reinpacken können. Ah, guck mal, ja, jetzt wird es ausgefadet und springt nicht nach oben. Das finde ich deutlich besser so. Also, wenn ihr Stardew Valley spielt, diese Option hier. Wo ist sie? Diese hier, Lock Toolbar. Super. Ja? Moment mal. No transparent lightning quality. Aha. Aha. Ich sehe jetzt nicht wirklich einen Unterschied, aber ich mache es natürlich mal auf voll. Lightning quality auf high. Interessant. Controls, invert toolbar, scroll direction. Nee, danke. Lieber nicht. Gut. Gut, dann haben wir das auch. So, was können wir noch machen? Wir könnten diesen Zaun verlängern. Es ist jetzt eh schon Abend, dann könnten wir das durchaus machen. Da brauchen wir ein paar Steinchen. Ja, wir haben jetzt bald 1,5 Stacks Steine. Das finde ich gar nicht schlecht. Dicke, dicke Steinwand. Dann ziehen wir die Steinwand da jetzt durch. So, einmal durchklicken. Könnte reichen. Probieren wir es mal aus. Dass wir hier eine Steinwand hin haben. Jetzt müssen wir natürlich da die ganzen Sachen auch noch wegmachen, die da im Weg sind. Ich hoffe wirklich, dass man es während ich spiele höre. Also die Trompeten-Typen. Da ist noch was im Weg. Da ist noch was im Weg. Da ist noch was im Weg. Das ist wohl ein Stein. Yep. So, sehr gut. Nee, ich hoffe da wirklich, dass man die Trompeten hört. Das ist nämlich, ich finde es total lustig. So, und da brauche ich die da. Brauche ich da auch einen Weg hoch? Keine Ahnung. Lass ich mal. Aber diesen, das hier baue ich weg. Weil das sieht doof aus. Und zweitens, wenn wir Hardwood brauchen, wir wissen ja, wo wir es kriegen. So, das ist doch schon mal ganz gut. Ich bin mal gespannt, wann die ersten Blitzableiter arbeiten werden, damit wir die Batterien kriegen. So, hatte ich hier nicht plötzlich das Baumaterial rein? Genau, cool. Ich habe aufgepasst und diese goldenen Sachen. Die Winterroot brauchen wir doch da drin nicht, oder? Winterroot haben wir doch genug. Winterroot haben wir vor allem drin genug. Die können wir verkaufen. Die brauchen wir nicht. So, dann haben wir Pines und Sap und... Ah, guck mal, da habe ich auch einen Krokus drin. Die Krokusse habe ich... Das machen wir jetzt auch so. Den Krokus, die einsternigen oder die ohne Sternen verkaufe ich und die behalte ich. Und ich hole jetzt mal die Krokusse aus der Kiste hier drinnen nach draußen, weil die sind ja da irgendwie auch falsch. Weil das ist ja so, ich sage jetzt mal die Pflanzenkiste. So, und dann können wir diesen einen einzigen Krokus auch noch verkaufen. So ein bisschen Geld machen. Und hier kommt der ganze Rest rein.
So, und dann haben wir da noch so eine vollgesaugte, mit Wasser nasse. Hä? Achso, jetzt habe ich die Mayonnaise eingesammelt. Ist okay. Kann ich mit leben. Ist vollkommen in Ordnung. Mayonnaise, Käse rein. Ach komm, wir machen noch mehr. Das ist doch wurscht. So viel Eier. Wir haben die großen Eier und so viel Eier und Milch brauchen wir gar nicht. Also wir fangen irgendwann mal an zu kochen. Katze streicheln können wir auch mal wieder. Ja, im Prinzip würde es mich auch reizen, unser Haus wirklich schon abzugraden, wenn wir genug Geld hätten. Damit wir mehr Platz haben. Wäre interessant, wo sich das dann upgradet. Wahrscheinlich nach oben irgendwie hin oder sowas. Ich habe keine Ahnung. So, haben wir hier noch irgendwas drin, was überflüssig ist? Naja, das Mais, aber wir haben nicht so viel Mais. Ist eigentlich wurscht. Eigentlich ist es Wurst. So, und dann schauen wir mal, was wir noch einschmelzen können. Wir haben ja mittlerweile wieder ein bisschen Kohle, jede Menge Gold. Dann schmelzen wir mal wieder eine Ladung Gold ein. Oh, was ist das? Aha. Oh, das ist cool. Also kommt aus Papier auch nicht nur Fackeln raus, sondern auch anderes Zeug. Das ist ja interessant. Brauchen wir das irgendwo? Das war ja Wolle von den Schafen. Ah, ärgere mich echt, dass wir das hier nicht konkreter angegangen sind. Dass wir hier mehr von diesen goldenen Dingern haben. Das ärgert mich sehr. Hat der irgendwo hier... Sehr schön. Äpfel brauchen wir auch noch. Ich meine, das Bulletin-Board ist mir, glaube ich, gar nicht so wichtig, weil das Friendship, das ist mir gerade recht wurscht. Greenhouse wäre halt praktisch, weil wir dann ganzjährig alles anpflanzen können. Glittering Boulder removed. Weiß ich nicht, was das genau bedeutet. Aber ist okay. Mit anderen Worten, wo kommt das denn jetzt hin? Hier rein. Das ist die Artisan's Goods Kiste. Ich weiß es nicht. Das sind eigentlich auch Mineralien. Das hier eigentlich auch. Eigentlich sehr viel. Aber mit dem Earth Crystal haben wir bisher auch noch nichts gemacht. Deshalb packe ich das mal hier raus. Fire Quartz habe ich auch noch nichts gemacht. Dann packe ich das auch mal raus. Das ist so für mich die Crafting-Kiste, die wir brauchen, oder... Ach, ich weiß nicht, irgendwie, wir brauchen recht viele Kisten eigentlich, aber wenn ich sie nicht beschriften kann, ist das irgendwie blöd. So, aber das sind alles Sachen, die mit denen kann ich eigentlich nichts anfangen gerade. Deshalb sind die jetzt mal hier drin. Aber nachdem wir jetzt immer noch hier diese mittlerweile Artisans-Kiste haben... Bomben... Quarz, also Quarz zum Beispiel ist ja auch ein Mineral, aber ich kann es ja reinschmelzen. Deshalb, naja. So, können wir jetzt noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Die Trompete haben auch aufgehört. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir ins Bett. Läuft noch was im Fernsehen? Glücksteller. Oh. Kein guter Tag. Nee, dann würde ich sagen, gehen wir ins Bett. Haben eh nichts mehr zu tun, kann auch nicht mehr weggehen. Das Ding wollen wir immer noch verkaufen. Das hätten wir heute machen können, verdammt. Doof. Naja, egal. Die Quality Sprinklers kommen eigentlich auch nicht hier rein. Wenn ich schon gerade hier beim Umsortieren bin. Weil das ist ja was für zum Bauen im Grunde. Da packe ich die mal noch raus. Wir haben ja gerade noch Zeit. Hier in unsere, in Anführungszeichen, Baukiste. So. Und gehen dann ins Bett. So. War jetzt nicht so der Wow-Tag, aber mein Gott, muss auch mal sein. Haben wir ein paar Sachen rausgefunden, ist auch ganz cool. Und, naja, 500 Gold gewonnen. Immerhin. Ein bisschen durch das, was wir hier verkauft haben. Immerhin. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
bis dann, ohne oder mit Trompeten.